Achtsamkeit, Angst. Hallo, ich grüße dich ganz herzlich zum heutigen Video. Mein Name ist Irmgard, schön, dass ihr auch heute hier wieder mit dabei seid. Ja, heute geht es um das Thema Achtsamkeit, wenn Ängste dich einholen. In diesen Momenten sind wir so sehr dazu geneigt, bewegungslos, regungslos zu werden, sage ich jetzt mal. Wenn Ängste uns einholen, Zukunftsängste, wenn unser Gedankenkabarett, ich sag mal, spazieren geht in der Zukunft, sich mit ungelegten Eiern beschäftigt, Existenzängste aufkommen und überhaupt irgendwelche Ängste vor Krankheiten, dass etwas Schlimmes passieren könnte, was auch immer, dann sind wir wie gelähmt und ja, überzogen gesagt, fast handlungsunfähig und sind dadurch auch so ein bisschen dazu geneigt, oftmals die Angst wegzudrücken, weil wir wollen sie ja nicht wirklich da haben. Es ist ja ein ungutes Gefühl. Und deshalb möchte ich dich heute mal dazu einladen, künftigen Situationen, wo Ängste in dir aufkommen, sei es Existenzängste oder Ängste anderer Art, Angst vor Krankheiten oder dass was Schlimmes passieren könnte, was auch immer, welche Ängste du einfach, ja, so in dir drin hast, die zwischendrin immer mal wieder aufkommen, dann lade ich dich dazu ein, künftig diese Ängste nicht wegzudrücken, sondern sie mal bewusst wahrzunehmen. Also die Angst mal ganz liebevoll anzunehmen. Unsere Gefühle, die Angst ist ja ein Gefühl, wollen nichts anderes als gefühlt werden. Und indem du einfach mal das nächste Mal, wenn Ängste aufkommen, die Angst ganz liebevoll wahrnimmst und annimmst, so wie ein kleines Kind, das du in den Arm nehmen würdest, und dabei deine Aufmerksamkeit auf deinen Atemstrom richtest und einfach während des Ein- und Ausatmens die Angst einfach mal wahrnehmen, dann wirst du merken, dass sie immer kleiner wird, dass sie entschwindet und dass sie so auch deinen Körper verlassen kann, dass sie dein Energiesystem verlassen kann. Probier das einfach mal aus. Solltest du so arg mit Ängsten behaftet sein, dass das mit dem einfach leichten Atemstrom dir nicht gelingt, dass dir sogar der Atem stoppt vor Angst, wenn du diese Angst mal ganz bewusst wahrnimmst, dann habe ich noch eine weitere Metapher für dich, die du da gerne anwenden kannst. Stell dir dann in dem Moment einfach vor, dass eine goldene Schale vor deinem geistigen Auge entsteht. Vielleicht siehst du auch die goldene Schale oder ansonsten stell sie dir einfach nur vor. Du musst die nicht bildlich vor deinem geistigen Auge vor dir sehen. Einfach an goldene Schale denken. Du hast die Augen geschlossen, du nimmst die Angst wahr. Du nimmst auch wahr, wie sie dir ja ein bisschen den Atem raubt. Und dann stell dir einfach vor, wie du durch den Mund ausatmest und die Angst in diese goldene Schale abgibst. Und dich mit jedem Ausatmen so richtig leer machst. Und das machst du so lange, bis du das Gefühl hast, wow, jetzt ist Entspannung da, jetzt werde ich wieder ruhiger, jetzt werde ich wieder gelassener. Und dann kannst du nochmal nachspüren, wie du dich befreit hast von diesen Ängsten. Dann hast du nämlich eins getan, du hast sie nicht irgendwo wieder in deinem Energiesystem in die Ecke gesteckt, sondern du hast dich befreit von dieser Angst. Das ist sicherlich auch so, dass die immer mal wieder aufkommt in der Zukunft. Das ist sicherlich nicht mit einem Mal getan, so aus eigener Erfahrung. Aber du wirst im Laufe der Zeit merken, je mehr du dich darin übst, desto weniger damit in Resonanz gehst, mit dieser Angst, bis sie dann irgendwann ganz verschwindet und das Urvertrauen immer größer wird. Das Urvertrauen, dass das Leben es gut mit dir meint, dass das Leben dich für nichts bestrafen möchte und dass das Universum, das Leben jederzeit an deiner Seite ist und dir den Weg zu dir, zu deinem Herzen, zu deinem Selbstvertrauen, zu dir selbst und deine Selbstliebe einfach, ja, den Weg einfach dahingehend zeigen möchte. Das ist die Achtsamkeitsübung, die ich dir für heute ans Herz legen möchte. Und morgen geht es dann weiter mit Achtsamkeitsübungen für deinen Körper. Ich danke dir ganz herzlich für dein Dabeisein, für dein Interesse und sage Tschüss, bis morgen, deine Irmgard. Ciao, ciao.